Also unterstützt werden, ja. Einstellen, auch ja. Bedeutet also, es macht durchaus Sinn, Menschen, die digital affin sind, auch im Hotel einzustellen, selbst wenn sie jetzt beispielsweise nur an der Rezeption sind, weil die natürlich ein anderes Verständnis dann auch für Bedarfe der Gäste mitbringen. Von daher ist diese Qualität oder Kompetenz nie verkehrt. Man muss das aber immer ein bisschen differenziert betrachten. Ja? Also, das ist ja oftmals immer noch leider so ein Trugschluss, dass man sagt, ja, die sind jung und die können das. Ich fand ganz schön so diese Differenzierung zwischen die Digital Natives. Und ich in meiner Generation bin ja eigentlich ein TV-Native. Ja? Nur TV-Native heißt halt im Umkehrschluss, ich kann unheimlich gut Fernsehen gucken. Das heißt noch nicht, dass ich solche Videos hier machen kann. Ja? Also, und genauso ist das mit den Digital Natives. Die können dann vielleicht super auf Instagram posten, aber die haben noch längst kein Verständnis dafür, was eigentlich eine digitale Markenstrategie ausmacht. Ja? Und das heißt, da muss ich eben gucken, was heißt überhaupt diese Digitalkompetenz? Aber eine Affinität zu dem Medium hin, klar, das ist auf jeden Fall gut. Und die Frage begleiten, ja auch. Also ich kann, es ist immer gut, wenn ich mich begleiten lasse von wem externen, der das nur macht. Oder zumindest in Phasen. Also weiß ich nicht, wenn ich einen Relaunch habe, wenn ich Leute schulen will im Bereich Online-Bewertung oder so, dann ist es immer gut, eine externe Expertise zu haben. Aber das Ziel am Ende sollte immer sein, dass die Kompetenz im Haus selber halt Bündel. Das liegt daran, dass ich mich immer gut unterstützen lassen kann, was so diese Tools angeht, also das technische Verständnis, aber das Produkt selber, das kann eigentlich keiner so gut wie diejenigen, die das selber auch leben. Und dementsprechend ist es immer wichtig, dass ich das auch von innen heraus gestalte. Welche Kompetenzen oder welche Bereiche gibt es im Online-Marketing für Hotels? Da sehe ich eigentlich immer diese drei Säulen: Suchmaschinenmarketing, alles, was mit User Experience, Usability zu tun hat auf der eigenen Website, und dann eben der ganze Bereich Social Media. Beim Suchmaschinenmarketing ist es wichtig, dass ich mir immer meiner Rolle als Hotel auch bewusst bin. Also ich werde niemals ein Portal sein können. Das heißt, ich bin dann immer in dem Ranking von Google ein bisschen schwächer als so etablierte Portale, weil die einfach eine ganz andere Marketingwucht haben. Und da muss ich eben meine Nischen wissen und kennen und die gut besetzen. Das heißt, wenn ich einen Fokus auf Hunde habe, ja, dann muss ich eben gucken, dass ich sogenannte Longtails besetze. Hundehotel, St. Peter-Ording, Strand, irgendwie so. Was dann die Portale nicht oder oftmals nicht machen, weil die sehr generisch vorgehen. Also Urlaub Nordsee machen die, ja. Das sollte ich eben als Hotel dann vielleicht nicht versuchen, sondern wirklich auf diese Nischen gehen. Dafür brauche ich Produktkenntnisse. Bei dem Bereich User Experience, Usability ist ganz wichtig, dass ich die Buchungsstrecke gut mache. Ja, also es ist tatsächlich so, dass viele Kunden gerne direkt buchen. Und ich kann das dann eben auch nutzen. Also wenn ich auch bei Portalen vertreten bin, gibt es einen sogenannten Billboard-Effekt. Das heißt, ich kann das sozusagen als kostenfreie Plakatfläche nutzen, bin dann bei Booking.com und oftmals gehen die Leute dann von Booking zu meiner eigenen Website. Wenn dann aber der Buchungsprozess scheiße ist, dann gehen die halt wieder zum Portal, weil die sagen, boah, das nervt mich. Das heißt, wenn ich das gut mache, kann ich unheimlich Geld sparen. Weil ich dann eben diese 20-25%, die Booking im Schnitt nimmt, einspare, ja? So. Aber das muss dann halt stimmen. Wer das Potenzial nicht hat, so eine Buchungsstrecke irgendwie zu optimieren, der kann auch aktiv aufs Telefon verweisen und die Leute bei sich anrufen lassen. Das ist ein erstaunlich starker Kanal. Mit vielen Nachteilen kann ich jetzt nur anreißen. Also ich habe immer bei der Übertragung, wenn jemand per Telefon bucht, Fehler in der Eingabe der Namen und so weiter. Also das ist sehr fehleranfällig. Aber für ganz, ganz kleine Player kann das Sinn machen. Oder eben, wenn ich wirklich beispielsweise in Ferienwohnung bin, dann biete ich halt nur ein Kontaktformular an und biete es relativ niederschwellig an, sodass ich als Kunde nicht viel auswählen muss.
und habe dann aber die Kontaktdaten und kann darüber eben dann ja auch eine Buchung realisieren. Also da muss man immer gucken, wer man ist, aber das ist halt sehr kritisch, dass ich gucken muss, wenn die Leute schon auf meiner Seite sind, dann sollen die auch da buchen. Ja, und also nichts ist schlimmer übrigens, als wenn ich dann, es gibt so viele schlimme Beispiele, wie dann diese Online-Bewertungsplattformen, die bieten ja so sogenannte Widgets, also so kleine Teile von ihr, die man auf der eigenen Website einbinden kann, an, die ich dann teilweise auf Hotel-Websites sehr prominent sehe. Der Effekt ist ja, die Leute kommen direkt zu meiner Seite, sehen dann die Bewertung, klicken auf Holiday Check oder welches Portal auch immer, sind dann auf der Seite von denen und gelangen darüber dann eben zu einem Portal, worüber sie mich buchen, und dann muss ich wieder die Marge bezahlen. Das heißt, sie waren eigentlich schon, die Provision bezahlen. Das heißt, sie waren eigentlich schon auf meiner Seite, gehen dann weg, ja, und ich muss dann irgendwie im Umkehrschluss die Provision bezahlen. Also das sollte man vermeiden. So. Und der dritte Bereich, Social Media, da kann ich natürlich sehr viel machen in diesen ganzen Kanälen Facebook und Co. Oftmals sehe ich es aber, dass da ganz viel gemacht wird und man weiß aber nicht richtig wie. Ja, und dann heißt es wieder, heute ist das Wetter schön und morgen ist es schlecht und heute war das Frühstücksbuffet besonders und morgen und so. Und jetzt haben wir übrigens noch eine Veranstaltung im Ort und so irgendwas immer so reingepostet und dann gibt es da 3 Likes drauf von 3 Mitarbeitern. Und wenn das so ist, und das ist oft genug der Fall, dann sollte ich gucken, dass ich mich um den Kern des Social Media Marketings kümmere. Und das heißt in der Hotellerie oftmals, ich muss mich um meine Bewertungen kümmern. Ja, es gibt genug Portale, wo Gäste Bewertungen hinterlassen, übrigens auch Facebook und Google mittlerweile. Aber eben die Klassiker, Holiday Check, TripAdvisor und so weiter. Oder wenn ich bei Booking.com bin, sind da ja auch Bewertungen. Ja? Und da muss ich halt ein Bewertungsmanagement aufbauen. Und wenn ich das habe, dann kann ich mich um die anderen Dinge kümmern. Aber mein Hinweis in Richtung Hotellerie ist, kümmert euch um die Bewertungen, weil die sind wichtig. Und wenn ihr dann noch Kapazitäten habt, dann gebt Instagram und weiß ich nicht was alles an. Aber das ist erstmal nachrangig. Also die Bewertungen kommen. Egal, ob ich was dafür tue oder nicht. Und wenn ich aber nicht darauf reagiere, dann stehen die halt da. Und dann überlasse ich den ganzen Bereich einfach dem Markt. So, und das sollte ich halt nicht tun, sondern ich sollte versuchen, das gezielt zu steuern.